So, wir haben jetzt Super Brags. Ich kann reden. Ihr wisst, dass ich reden kann. Deswegen nehme ich auch gerne diese Let's Plays auf, weil ich meine Redekunst unter Beweis stellen muss. Und wir haben jetzt Bugs, more Bugs. Wir machen jetzt die Super Bugs. Und ich stelle mich dann wieder zu blöd an. Okay. Ja, die Regeln kennen wir jetzt schon. Yay! Okay. Also, bevor ich wieder irgendwas denke, mache ich schon mal die Außenwände, die ich nicht hinbekomme. Guck mal, ich bin zu inkompetent dafür. Okay. Ja, hallo? Okay. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal dieses Eck hier unten behaupten. Ich mache hier mal zu. Wobei, das muss tatsächlich nicht sein. Ne? Ich mache es jetzt aber trotzdem mal so. Ja, es geht schon nicht auf. Es geht jetzt schon nicht auf. Okay, wir resetten nochmal. Und ich krieg das einfach absolut nicht hin. Ich glaube, ich muss hier einfach. Ah ja, ich habe den Trick jetzt. So. Noch ein Versuch. Was passiert, wenn ich die hier einkasten? Ich einkasten. Er, sie, es einkasten. Das hier, das hier, das hier und das hier und das hier. Leute, bin ich gerade fertig? Seht ihr das auch? Habe ich das gerade gelöst? Ich habe das schwerste Rätsel von allen. Also laut dieser Beschriftung. Habe ich auf so kurze Zeit gelöst. Ich meine, ich sehe jetzt keinen Fehler darin. Oder? Ich habe alles zugemacht. Es passt von der Platzaufteilung. Ich kann es submitten. Yay? Okay, das ist der ultimative Beweis, dass mein Hirn sehr komisch funktioniert. Oder gar nicht. Eigentlich funktioniert es gar nicht. Man kann eigentlich keine Regel aufstellen. Ich meine, hallo? Ich habe da ewig gebraucht. Da habe ich drei Versuche gebraucht. Okay, der zweite Versuch war scheiße, weil ich habe dann vergessen zuzumachen. Da habe ich jetzt ewig rumgetan, weil ich mich auf was festgefahren habe, so wie immer. Ich fahre mich bei so Sachen immer irgendwie fest und bin an der festen Überzeugung, es muss so sein. Ja, ich muss mal Sachen von einer anderen Perspektive betrachten. Ich bin da ein bisschen eingeschränkt. Okay. Sicher, dass ich nicht beschränkt bin? Naja, wie gesagt, mein Hirn funktioniert nicht. Und dann kommt das dritte Rätsel. Und ich löse es einfach. Kann man machen. Das sind noch ein paar. Drei Rätsel. Das machen wir noch. Oder? Ja, Mann, das machen wir noch. Wir machen alles. Steve! Sorry. Ja, okay. Loner Steve has an order of ceramic gnomes ready to ship, and here comes his avian mail carriers. Draw lines to attach freight to bird legs, keeping in mind these rules. Ach, du Heilige. Oh, es stimmt, das ist ein Bluebird, sehe ich gerade. Okay. Eulen haben wir hier. Okay. Also, die Ente kann zwei tragen. Die Eule kann eineinhalb tragen. Und das Bluebird kann eins tragen. Pro Fuß. Birds may team up. Das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Lions can cross. Okay. Das ist jetzt genau andersrum. Also, was heißt andersrum? Wir müssen jetzt auch noch aufpassen, dass sich die Seile nicht überkreuzen. Und wir müssen jetzt die Fracht an die Viecher verteilen.
an die Vögel. Und ja, es ist ein Bluebird. Ich habe ja gemeint, so, ich nenne das jetzt Bluebird immer, falls ihr euch erinnern könnt. Okay. So. 1, 2, 1,5. Die dürfen sich nicht überkreuzen. Das heißt, das kann schon mal nicht auf diese Seite rüber. Das kann nicht. Okay. Das muss hier rüber. 2 pro Fuß. So. Zack. 2. 1,5. Warte mal. 2. 1,5. Der kann aber nur einen tragen, ne? Warte. 2, 1,5, 1,5. Das heißt, das muss hier hin. Okay, der kann einen pro Fuß tragen. Ach du Scheiße. Das wäre ein bisschen zu easy, ne? Ach du Scheiße. 1, 2, 3. 1, 2, 3 fallen weg. Dann Darts. Okay, ich hab's. Ich kann es euch nochmal erklären. Also, die Ente kann 2 pro Fuß tragen. Die Eule kann 1,5 pro Fuß tragen. Und der Bluebird kann 1 pro Fuß tragen. Hier hat die Hente hat hier 2. Hier teilen sich 3 Vögel die Fracht. Einmal trägt die Ente 2. Fallen 2 weg. An einem Fuß trägt der Bluebird 1. Am anderen Fuß trägt der Bluebird 1. Und das andere Bluebird trägt dann das letzte, was übrig bleibt. Dann trägt es am anderen Fuß noch einen Teil mit einem Gnome drin. So. Dann haben wir die Eule und die andere Hente. Das klingt fast wie Hentai. Hente. Okay. Wie auch immer. Ja. Die Eule kann pro Fuß 1,5 tragen. Wir haben hier 1,5. Dann bleibt hier ein halbes übrig und nochmal ein halbes. Das trägt die Eule noch. Dann sind hier 3 weg. Die Ente kann pro Fuß 2 tragen. 2 bleiben übrig. 2 sind da dran. 2 sind da dran. Fertig, wir sind ab. Quack. Quack. Okay. Läuft doch. Läuft doch gut. Wo ich bei dem Rätsel was andersrum war, sozusagen. In Anführungszeichen, aber nur anders. Schon länger gebraucht habe. Ja. Ja. Ich brauche. Nee, ich sollte einfach nicht mehr drauf kommen. So von wegen, ich brauche bei Rätseln längern. Ich kann auch kein Deutsch. Aber das hatten wir auch schon. Ich sollte mich nicht wiederholen. Das wollt ihr doch eh nicht hören. Und warum ist hier eigentlich keine Musik? Hört man immer nur seinen Spitzer. Hot Hawks. Ist das vielleicht auch die Steigerung von den beiden? Vor allem sind ja die Rätsel von jeweils den Typen im Diner. Ne? Und was das auch immer ist, sehen wir dann gleich. Okay, wir machen das. Once again, Steve! Loner Steve needs your help to attach bags to birds. Don't forget the rules. Oh ja, wir müssen wieder die Seile hinmachen. Steve. Ja. So. Es bleibt gleich. Oder? Mhm. So. Das kommt schon mal ganz sicher hier hin. Dann kann das hier hin und das kann hier hin. Dann ist es schon mal aufgeteilt. Dann kann das hier hin und das hier hin. Dann habe ich das auch. Und das kann hier hin. Das kann hier hin. So. Hier drüben wird es kniffliger. Hey, warte. Kann ich das Seil wegmachen? Hallo? Ich will es wegmachen. Ich kann es nicht wegmachen. Ich mach's nochmal. Also, da hängt eins dran. Da hängt eins dran. Da hängt eins dran. Da hängt eins dran. Da hängt zwei dran. Was mache ich eigentlich? Ich habe nicht aufgepasst. Also eins, 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 zwei. 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 Warte, zwei. Zwei, zwei. Okay. Jetzt pass auf. 1,5.
noch ein... eineinhalb. Eins. 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 Eins bleibt übrig. Es ist nicht aufgeteilt. Okay, wir probieren es nochmal. Das da drüben war eigentlich zu easy. Jetzt warte. Das lasse ich mal so, weil das wird stimmen. Das muss stimmen. So. Oder? 1, 1, 1, 1, 2. 2. Hey, Moment mal. Ich mach mal nochmal Reset. Ich wollte da nicht hin. Ich spreche gerade meine Gedanken nicht laut aus, weil ich sie versuche gerade selber zu ordnen. Weil mir gerade was kam. Ich kann doch einen Vogel auslassen. So zum Beispiel. Ich könnte den komplett auslassen. Ich meine, wer sagt denn, dass ich an den Vogel was hängen muss? Ne? Jetzt kann ich hier... Jetzt pass auf. Das sind aber keine drei, ne? Ich bleib bei dieser Ecke. Ich fahre mich schon wieder auf Sachen fest, ne? Ich soll das mal... Ich probiere es so, wie ich es gerade selber zu mir gesagt habe. Von einem anderen Blickwinkel. So. Eineinhalb. Hallo? Eineinhalb. Und eineinhalb. Fallen zwei weg. Dann sind da noch drei drin. Eins. Zwei. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Wenn hier eineinhalb wegfällt und dann eineinhalb, habe ich gerade gesagt, dass da zwei wegfallen. Da fallen noch drei weg. Ich bin noch ganz doof. Jetzt ist der Sack schon mal weg. Ne? Der trägt einen, der trägt einen und dann ist das eineinhalb und eineinhalb. Okay, passt. Sorry. Hä, hat es jetzt am Ende total gestimmt? Total gestimmt vor allem. Und ich denk nur wieder total bekloppt in der Gegend rum. Jetzt pass auf. Aber das ist ja da nicht ausgeglichen. Kommt mir gerade. Der Vogel ist ja jetzt nicht ausgeglichen. Ich kann noch mal... Warte. Die wegmachen. Jetzt pass auf. Eins, zwei. Nein, nicht dahin. Dahin. Also der Gedanke, einen Vogel auszulassen, also dass er nichts kriegt, war nicht schlecht. Es ist nämlich der. Und ich habe mich schon wieder auf ein Eck festgefahren und ja, ich habe jetzt versucht, von einer anderen Sichtweise drauf zu kommen. Ich prüfe das jetzt nach. Eins an dem Fuß, eins an dem Fuß. Eins, zwei, eins, zwei. Das passt. Der trägt eh genug. Dann haben wir 1, 2 und 3. Okay. Okay, passt. Ich würde sagen, das passt. Ich schicke das so ab.